Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, dem Fred. Und heute schauen wir mal auf die CWL im Jimmy Ghetto Clan Live CW Reporter. Das hatten wir schon länger nicht mehr. Und haben mir gedacht, das machen wir jetzt mal. Brian ist, glaube ich, der Erste, der jetzt gleich angreift. Und ja, er schreibt jetzt gerade schon jetzt, Fred. Und dann nehmen wir das doch auf jeden Fall mal mit. Viel Glück auf jeden Fall. Und dann kann es losgehen. Er wird angreifen die... wen wird er angreifen? Welche Nummer? Welche Nummer wird Brian jetzt sich gleich vornehmen? Ja, wahrscheinlich irgendwas im oberen Bereich, würde ich jetzt einfach mal schätzen. Okay, die 1. Die 1. Höllenlord schreibt gerade, er greift danach an. Und lasst gerne mal ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke für mehr Clash of Clans Action. Tägliche Clash of Clans Action. Action. Was macht er? Baut er schon mal einen kleinen Tunnel? Da hat er den König schon mal gesetzt, dahinter Magier, auf der linken oberen Seite hat er schon mal den Baby Dragon gesetzt. Jetzt kommt, oh okay, Warden, das wird ein Warden Walk. Das wird ein Warden Walk. Warden und die Heilerin. Wir werden mal sehen, was jetzt passiert. Okay, Luftfalle, aber Luftfalle auf den Ballon. Warden ist immer noch am Leben. Muss er natürlich auch. Der Warden muss ja über... lol. Der Warden ist tot. Was war da denn los? Der Warden ist einfach mal kaputt gegangen. Ja, das... das war der Warden, meine Damen und Herren. Das war der Warden. Jetzt müssen wir mal gucken, wie er das auf jeden Fall noch retten will. Die restlichen Truppen gehen jetzt schon mal ganz gut in die Mitte. Der Sprungzauber war ganz gut. Geht jetzt sogar bis in das Feld rein, wo das Rathaus steht. Das muss natürlich sein. Die Päcker laufen jetzt hinterher, springen drüber. Sind jetzt gleich am Rathaus. Er freest die Adlerdev, er freest den Inferno-Turm und er freest auch das Rathaus. Und das Rathaus, komm, ist down. So, Felsenwerfer unten. Ja, im Endeffekt so eine der WM-Standard-Taktiken, so will ich es mal bezeichnen. Allerdings, der Warden war sehr schnell down. Warum war denn der so schnell down? Gefühlt 10 Sekunden und er war plötzlich down. Ich habe es aber auch nicht gesehen. Also ob der jetzt irgendwie eine Falle war oder irgendwie... Ich habe es nicht gesehen. Ich habe es tatsächlich nicht gesehen, ob da in irgendeiner Form eine Falle oder sonst was am Start war. Keine Ahnung. So, unten jetzt noch die Ballons mit dem Wutzauber. Gehen jetzt auf die Kanone drauf. Werden vielleicht noch bis zum... Ja, vielleicht noch bis zum Magierturm kommen. Der Magierturm ist noch down. 65%. Jetzt hat er außen noch ein paar Truppen zum Aufräumen. Aber, ja gut, klar, wenn der Warden so schnell down geht beim Warden Walk, dann ist das natürlich schlecht. Da muss man ein bisschen umdisponieren. Da muss man halt gucken, von einer 3-Sterne-Taktik halt noch zumindest die 2 Sterne noch mitzunehmen. Das hat er ja ganz gut gelöst hier an dieser Stelle. Aber der Warden war so schnell down. Ich habe keine Ahnung. Ich meine, klar, das ist natürlich das Gefährliche, wenn du einen Warden Walk machst. Der Warden hat sehr, sehr wenig Trefferpunkte, ne? Und, ja, deswegen, naja, da muss man mal gucken. Ich meine, gut, er war ja nicht auf Luft. Er war ja nicht auf Luft, aber warum war er so schnell down? Warum war der Warden so schnell down? Das ist eine gute Frage. Jetzt ist unten noch der Rest. Aber, oh, wir haben schon einen weiteren Angriff. Wir haben einen weiteren Angriff und da gucken wir auf jeden Fall mal rein. Nämlich Captain Colibri greift die 19 an. Und das ist, okay, das ist Maxed Helden. Erst, aber na. Erst der Colibri und dann sehen wir weiter. So. Ja, ist halt irgendwie die Sache jetzt, er hat Maxed Helden und greift jetzt hier den Elver an. Also von daher, stellen wir uns mal darauf ein, dass das 3 Sterne werden. Also außen räumt er schon mal ein bisschen auf. Baby Dragon am Start. Er hat 4 Heilerinnen, 2 Päcker, 19 Bowler, 2 Eisgolems, 3 Mauerbrecher. Mal gucken, wo hat er denn sonst noch? Ach, oben. An der oberen Seite über Zuschauer, da müsst ihr mal drauf achten, da ist jetzt noch ein Magier am Start. Ne, das ist gar nicht Magier, das ist der Baby, das ist das Baby. Das ist das Baby, da räumt er schon mal ein bisschen auf, er will natürlich sich einen Tunnel bauen. Für seine restlichen Truppen, das Baby ist noch aktiv, das Baby geht gerade auf die Mine. Okay, jetzt, aha. Die Bowler räumen da auf, ne, dadurch, dass er die Felsen ein bisschen weiterspringen, kann er das jetzt schon mal ganz gut machen. Sie müssten eigentlich in die Mitte laufen. Eigentlich müssten sie in die Mitte laufen. Ein paar werden jetzt wahrscheinlich auch nach links weglaufen oder nach rechts. Na, es lief ganz gut. Er rechtzeitig die Mauer aufbekommen in der Clanburg. In Elektrodrache in der Clanburg, das bringt nie was. Ich sage es euch, Leute. Es bringt einfach gar nichts. Macht das nicht. Nehmt keinen Elektrodrachen in die Clanburg. Der ist so langsam. Bis der mal sich gewehrt hat gegen die Angreifer. Bis dahin hat ihn die Queen schon kaputt gemacht. Bis dahin ist schon der Giftzauber mit der Stärke da, dass er halt auch kaputt geht oder zumindest ziemlich viel Schaden nimmt. Der Elektrodach in der Clanburg ist nicht gut. Macht das nicht. So, da jetzt nämlich noch der eine Bowler an der Seite macht sich schon mal so ein bisschen was kaputt. Ich meine, klar, er wird jetzt hier mit seinen Max-Helden wird er einfach durchrushen. Er wird wahrscheinlich sowas von einfach hier die Base zerlegen jetzt. Da könnt ihr schon mal auf jeden Fall die Uhr nachstellen. Das wird auf jeden Fall eine ziemliche... Na, ich sage das Wort jetzt nicht.
Aber es wird eine ziemliche Demontage werden, glaube ich. Aber wir haben noch weitere Angriffe. Und ich greife gleich auch noch an. Ich weiß nur noch nicht genau, wen ich angreifen werde. Aber wir werden es mal sehen. Wir werden mal sehen, wen ich gleich noch angreifen werde. Aber die Truppen laufen jetzt schon weiter. Na gut, klar. Außen ist jetzt noch die eine Kaserne. Aber das wird auch von der Zeit wird das locker reichen. Er hat jetzt gerade den König schon gezündet. Weil er ja sieht, es ist einfach nur noch eine einzige Kanone da. Jetzt ist da außen noch die Kaserne. Das war's dann schon. Also easy peasy. Der Warden springt natürlich über die Mauern drüber. Das ist schon mal ganz gut. Schreibt mal gerne in die Kommentare, warum ist der Warden eben so schnell gestorben. Ich hab's jetzt... Vielleicht gucke ich es mir auch nochmal an später, aber ich will jetzt natürlich erstmal... Ah, das ist auch ein X-Bogen übrigens. Der ist ja erstmal jetzt Live-TV, oder beziehungsweise Live-CWL. Und danach gucke ich mir das vielleicht nochmal an, warum denn der Warden so schnell gestorben ist. Das werden wir dann noch sehen. So, 36, 35, 34 Sekunden und es ist vorbei. Es ist vorbei, es ist geschafft. Und Kolibri hat 3 Sterne geholt gegen die Nummer 19 des Gegners. Ja gut, klar, guckt euch das mal an. Wir haben alles gewonnen bisher, weil wir einfach viel zu niedrig sind. Einfach viel zu niedrig in der Liga. Das ist unglaublich. Es ist ziemlich eindeutig. Es ist wirklich ziemlich eindeutig. Es ist aktuell... Ja, wir müssten eigentlich hier nach nochmal eine 30er CWL machen und dann danach eigentlich nochmal eine 30er CWL. Dann wären wir eigentlich in der richtigen Liga. Aber naja, wir müssen mal gucken. Aktuell führen wir mit über 100 Sternen Vorsprung. Deswegen, wir gucken einfach mal, wer jetzt noch angreift. Es müsste Passi sein, Sonnenstrahl sein. Einer von beiden müsste jetzt auf jeden Fall angreifen. Oh, da haben wir schon jemanden. Ja, nämlich... Ach, Höllenlord. Okay. Ich dachte jetzt eigentlich, Sonnenstrahl greift an. Aber dann ist es... Hölle, 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 Hölle. Höllenlord. Höllenlord gegen die Nummer 8. Das kann nur auch wieder nur 3 Sterne werden. Die Base ist jetzt nicht so besonders gut. So eine dieser Internet-Standard-Bases. Hölli nimmt, obwohl da einer noch von den Inferno-Türmen ein Single-Inferno ist, nimmt er jetzt aber trotzdem schon mal die Elektrodache mit. Wieder ein Elektrodach in der Clanburg. Wieder mal. Ich sage immer, nimm keine Elektrodachen in die Clanburg. Und was machen sie? Sie nehmen es einfach immer wieder. Hört denn keiner von den Gegnern zu bei mir? So, die Truppen sind schon ganz gut in der Mitte. Feger ist, glaube ich, noch da. Ich sehe das jetzt gerade nicht, weil einfach alles gefreezed ist. Nein, der Feger ist weg. Der Feger ist weg. Und jetzt ist die Luftabwehr noch da. Er hat noch einen Freeze übrig. Es leben einfach noch genug Elektrodrachen. Jetzt kann er nochmal freezeln. Er freezt nämlich das Rathaus. Jetzt geht da nämlich noch der eine Elektrodrache in die Mitte rein. Aber, naja, der eine Ballon hat ziemlich viel Schaden gefressen. Aber der Elektrodrache wird sich jetzt wahrscheinlich noch um das Rathaus kümmern. Komm, Gigatester. Nein, nicht ganz. Oder reicht noch der Blitz aus? Nein, immer noch nicht. Okay, zumindest ein bisschen Spannung haben wir hier noch, weil nämlich das Rathaus noch steht. Die eine Luftabwehr steht noch. Die Luftabwehr kümmert sich jetzt um den Felsenwerfer. Der Felsenwerfer ist jetzt kaputt. So, die Ballons kommen raus. Er hat aber keinen Zauber mehr. Er hat keinen Zauber mehr übrig, aber die Helden hat er noch übrig. Er hat noch... Das Königspaar hat er noch. König und Königin. Okay, da sehen wir ihn schon. Da sehen wir ihn schon, den König, wie er auf der unteren Seite herläuft. Und er kümmert sich jetzt um die Mauer. Die Mauer wird jetzt kaputt gemacht. Und dann kommt die Königin hinterher und rede ich eigentlich ein bisschen zu schnell. Ich weiß nicht, ob ich zu schnell rede, aber ich glaube schon. Ich glaube, ich rede ein bisschen zu schnell. Allerdings Live-CWL, da muss man schnell reden. So, Gigatester ist hochgegangen, 90%. Das Einzige, was ihn jetzt noch stoppen könnte, ist der Single-Inferno-Turm. Allerdings hat er noch beide Helden, er kann noch beide Helden zünden. Das sollte eigentlich kein Problem werden. Und wie wir den Höllenlord kennen, ja, er hat noch ein Ass im Ärmel. Er zündet nämlich den König direkt mal. König kümmert sich jetzt um die Mauer, geht rein, kümmert sich dann noch wahrscheinlich... Ja, er hat den Turm noch kaputt gemacht, bevor der König überhaupt kaputt war. Was hat er noch? 2 Bogentürme hat er noch. Und dann noch ein bisschen Gerümpel, was da noch rumsteht. Also Minen und Sammler. Und noch ein Elixierlager. Und dann war es das. Dann haben wir 3 Sterne. Weitere 3 Sterne auf das Konto von Jimmy Ghetto, dem Event-Clan von The Return. Und das ist doch schon mal ganz gut. Wie gesagt, wir gehen wahrscheinlich nächstes Mal nochmal mit 30 Leuten rein. Gehen dann nochmal eine Liga höher. Weil sich das sonst einfach. Das lohnt sich sonst gar nicht. Das lohnt sich sonst gar nicht, wenn wir jetzt so ultra tief spielen. Naja, wir haben einen weiteren Angriff. Und was machen die Gegner denn überhaupt? Die Gegner schlafen noch, oder? Die Gegner haben sich noch gar nicht aus der Reserve getraut. Louis M. Louis M. gegen Vicky. Vicky, Vicky, Vicky. Aber ey. Alter, das ist wieder so eine eindeutige Kiste. Er greift ein... Das ist ein Zehner. Was ist denn eigentlich mit... Was ist mit Sonne? Warum wollte sie vor 10 Minuten angreifen und sie ist immer noch nicht irgendwie... Irgendwie hat sie sich immer noch nicht dazu aufgerafft, dich mal in den Angriffsmodus zu begeben. Ich weiß es nicht. Oder sie wurde einfach von den anderen überrascht, dass die anderen einfach vor ihr angegriffen haben. Ich weiß es nicht. Ja gut, klar, das wird natürlich jetzt eine ziemlich eindeutige Geschichte. Guckt euch das mal an. Alleine bis mal der Elektrodrache mal geschossen hat auf die Königin,
Das dauert einfach in der Verteidigung zu lange. Und vor allem, sie packen ja, jeder von denen hat einen Elektrodrachen in der Clanburg. Jeder. Es ist einfach, jeder von denen hat einen Elektrodrachen drin. Es ist ja unglaublich. Es ist unglaublich. Jeder von denen hat einen Elektrodrachen in der Clanburg. Aber das sollte jetzt eigentlich klappen. In der Mitte nochmal den Feger gefrieselt. Ein Feger ist noch auf der rechten Seite bei der, beim König. Die Königin von Louis kümmert sich jetzt schon mal eben um den König. Wird sie das noch schaffen? Ja, hat sie noch so gerade eben geschafft. Ey, ich meine, es ist ein Overkill. Es ist ein Overkill, seien wir ehrlich. Es sind noch so viele Truppen am Leben. Und ja, wir werden gleich mal sehen, was wir noch für Angriffe haben hier auf jeden Fall in der TWL. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Bleibt auf jeden Fall dran. Wir gucken mal noch. Ich will natürlich auch noch angreifen. Ich weiß nur noch nicht genau, wen ich angreifen werde. Das werden wir gleich sehen. Ja, ansonsten, Louis hat jetzt erstmal hier aufgeräumt. 100% gegen Vicky, die Nummer 23 von Racha ACH2. 4 Angriffe, 11 Sterne, das ist doch schon mal eine ganz gute Quote. Und wollte schon vor fast 10 Minuten, Mami, ich wollte schon einen Angriff machen. Ansonsten, warten wir mal eben noch, bis der nächste angreift. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lange das jetzt dauern wird. Wie gesagt, am Anfang geht es gerade noch 11:0. Kurzer Cut, wir warten mal eben, bis gleich. So, immer noch keiner. Oh doch, Sonnenstrahl. Oh, noch jemand. Ups, jetzt sind zwei gleichzeitig. Das ist natürlich wieder so mega blöd, ne? Ich sage noch, sagt vorher Bescheid. Und dann hat Sonnenstrahl gesagt, ich mache jetzt. Und dann hat, glaube ich, Passi gesagt, ich greife danach an. Wenn jetzt er gleichzeitig angegriffen hat, dann ist es aber seine Schuld, weil ich ja gesagt habe, Leute, wartet doch eben ab. Wenn Sonnenschall sagt, ich greife jetzt an und Passi sagt, ich greife danach an, dann sollte er natürlich auch danach angreifen. Aber ich meine, wir sehen es jetzt schon wieder. Rathaus, sie ist Rathaus 12. Sie hat Max Bowler, sie hat Max Hexen und greift jetzt hier einen Zehner an. Also, wir können. Das ist, glaube ich, ein bisschen schlecht gewählt eigentlich für CWL Live, weil das ist echt eine so eindeutige Geschichte hier bei diesem CW, dass da eigentlich jetzt schon. Der ist jetzt schon durch. Also der ist jetzt schon, im Endeffekt ist der jetzt schon gewonnen. Müssen wir dann halt mal im letzten CW gucken, ob da vielleicht nicht noch ein bisschen Spannung aufkommt. Aber dieser hier ist jetzt auf jeden Fall gleich mal durch. Aber ich habe ja gesagt, ich greife gleich auch noch an. Also ist auf jeden Fall noch Luft für Fails. Ist auf jeden Fall noch da, Leute. Macht euch da mal keine Sorgen. Es ist noch Luft nach oben, was Fails angeht. Ich bin ja gleich noch dran. Aber es ist jetzt, wir sehen das. Queen, sie hat die Queen ja nicht mal, jetzt hat sie gerade mal gezündet. Vorher, es ist so eindeutig. Tut mir ein bisschen leid für die Gegner, aber... Ja, wir sind jetzt halt leider ein paar Ligen zu tief. Werden in der nächsten CWL auf jeden Fall auch nochmal, denke ich mal... Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, dass wir nochmal 30er CWL machen. Und Sonnenstrahli hat auf jeden Fall 3 Sterne geholt und... Ja. Und dann nicht warten. Ja. Greift denn noch jemand an? Vor allem oben. Ja. Greift oben noch wer an? Fragezeichen. So. Greift dennoch wer an. Ansonsten gucke ich mal. Wir machen noch einen Cut. Bis gleich. So. Ich habe alles fertig soweit. Ich könnte jetzt angreifen. guckt euch mal an, wen ich jetzt angreifen werde. Ihn hier. Ne, ist das ein L? Ist das ein L gewesen? Das sind auf jeden Fall meine Truppen. Und ja. Wir greifen ihn jetzt mal an. Guck mal einfach. Marlo. Oder? Also er hat da oben ein Single Inferno. Da setzen wir jetzt natürlich schon mal gleich den Mauervernichter hin. Ich glaube, es ist ein L, oder? Ich bin mir nicht genau sicher. Und den hat dann noch was. Die Adler Dev, er hat nur Single Infernos. Aber das müsste eigentlich, soweit müsste das funktionieren. So, Mauervernichter, die beiden Helden schon mal hinterher. Wir freezeln aber auf jeden Fall schon mal den Inferno-Turm. Der Inferno-Turm, ja, die Queen geht auf den Inferno-Turm. Schönes Ding. Ansonsten, da außen schon mal ein Bogi hin. Und jetzt kommen da die ganzen Packer. Jetzt können wir aber gleich schon mal die Heilerin hinterher schicken. Und auf jeden Fall schon mal die Adler Dev freezeln. Zusammen mit dem Single Inferno. Ja, und dann müsste das eigentlich soweit funktionieren. Schon mal einen Wutzauber drauf. Und dann hoffen wir einfach mal. Ich glaube, ich wir haben schon gezündet. Okay, jetzt die Clanburg direkt mal mitgezündet. Er hat natürlich wieder mal einen Elektrodrachen in der Clanburg. Aber der ist ja sowieso so langsam. Und müsste eigentlich auch reichen, um jetzt halt die Packer noch halbwegs durchzubringen. Ja, die Packer laufen schon mal auf die Luftabwehr drauf. Jetzt laufen sie aufs Rathaus drauf. Rathaus schon mal gefrieselt zusammen mit dem Single Inferno Turm. Single Inferno, komm. Ja, ist auch noch down. Oben sehen wir noch das Heldenpärchen, beziehungsweise der König ist auf der rechten Seite unterwegs. Lauf, König, lauf. So, Kanone noch da kaputt gemacht. Ja, irgendwas muss ich ja noch frieseln. Dann nehmen wir einfach mal den Magierturm. Bombenturm lebt noch. Okay, das war eine eindeutige Geschichte auf jeden Fall. Okay,
Okay. Vielleicht mache ich das, wenn ich doch mal CWL Live-Action machen soll oder CW Live-Action machen soll, wo wir dann wirklich auf einen Gegner treffen, der, ja, fair ist, oder einen CW, wo wir einen CW haben, der fair ist. Lasst ein Like da für mehr Folgen. Das war nämlich jetzt schon mal das Ende von dieser Episode. Und ja, dann sehen wir uns in einer weiteren Episode wieder. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Moment. So, ups. Sonne, du bist dabei an Tag 7. So. Und dann bis zum nächsten Mal.